Da ich ja jetzt weiß, dass dieser Aufnahmewinkel ganz gut funktioniert, mache ich doch einfach hier direkt an diesem iPad so weiter. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Tag 13 der Vlogmas. Wir sind jetzt zu zwei Drittel wieder Corona-frei, also ich bin auch wieder negativ. Es geht gerade der 1 Uhr Gong, aber es ist 1 Uhr, also schlägt er noch einmal. Hey. Glück gehabt. Ich bin wieder negativ, Merle ist noch positiv. Hat natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt noch irgendwie mal was einkaufen müsste. Mein Mann sollte gestern was mitbringen, hat er natürlich vergessen. Und ich gehe davon aus, dass er es auch heute vergisst. Ich habe letzte Woche Essen eingekauft und habe was vergessen für jede Mahlzeit, jeweils ein Teil, was aber wichtig ist. Super, ne? Ich würde das dann einfach nochmal holen, wenn ich Merle zum Kindergarten bringe, aber wir sind ja zu Hause. Und er sollte es gestern mitbringen, hat es nicht mitgebracht, er wird es heute nicht mitbringen. Das heißt, wenn er nachher nach Hause kommt, fahre ich dann nochmal schnell mit seinem Auto los und hole noch kurz die drei Teile, die wir da noch brauchen. Und ja, ich werde dann gleich aber erstmal stricken. Und dieser Podcast, über dieser Vlog heute, wird keine großen Schnittarbeiten haben. Ich quatsche hier einfach einmal ein bisschen was durch und dann lade ich das auch ziemlich direkt, wie es ist, so hoch. Weil ich habe heute kein Tutorial für euch. Ich habe heute auch nichts Strickiges zu zeigen für euch. Ich will aber heute noch stricken. Ich habe nämlich geguckt, wie ich das mir jetzt einteilen muss, damit ich das alles mit der Decke für die Fotos so schaffe. Und das ist genau der Stand, dass ich heute 4 Quadrate noch stricken oder 4 Rauten noch stricken muss und morgen noch 3,5 und morgen auch zusammenhäkeln muss und dann am Freitag die Fotos machen kann. Den Text mache ich heute fertig. Und ja, also die meiste Arbeit mache ich heute und morgen. Also freitags muss ich dann nur noch abschicken. Aber dass ich dann halt Freitag, wenn ich es nicht mehr morgen schaffe, noch die Fotos machen kann und Freitag dann auch ja eben das einreichen kann. Und die Tester kriegen das dann wahrscheinlich schon morgen, also Donnerstag. Ja, es ist ja ein schneller Test. Weil ich brauche im Grunde nur den Test von einer Raute. Das reicht eigentlich, um zu wissen, ob es funktioniert und das zusammenhäkeln. Ja, also dafür könnte man halt noch eine zweite Raute oder eine halbe zweite Raute anfangen, dass man dann einfach einmal getestet hat. Aber das ist halt sowas, da weiß ich ja, dass das funktioniert. Das ist ja jetzt nichts, was ich jetzt neu erfunden habe, wo ich testen müsste, ob man das, also ob das Sinn macht, weil es, das tut's halt. Das ist eine klassische Technik zum Zusammenhäkeln oder Zusammennähen. Ja, verständnismäßig muss das natürlich auch getestet werden, aber wird funktionieren. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich auch wirklich aufnehme. Fängt die Sonne an, hier reinzuscheinen, ne? Bleib ich mal so hier sitzen. Sollen wir jeden Sonnenstrahl heute möglichst genießen, ne? Ich habe gedacht, ich nehme mir heute mal die Zeit, weil ich eben gerade jetzt wieder in der Anleitungsschreiberei drin bin, euch mal zu erzählen, wie so eine Anleitung entsteht. Und zwar von Anfang bis Ende. Keine Sorge, das wird jetzt hier nicht so, man macht das, man macht das, man macht das, weil das wäre super öde. Da hat keiner Lust zuzuhören, das ist klar. Das ist schon, also ich erzähle das aus meiner Perspektive. Das ist vielleicht auch nicht Nonplusultra, Entschuldigung, dessen, was man halt machen kann. Aber so mache ich es zumindest im Moment und so funktioniert es für mich auch ganz gut. Jetzt muss ich gerade der lieben Sarah von Mac Laughlin Nitz, so heißt das Profil ja, glaube ich, ja, auf Instagram schreiben, weil es gibt so einen Colorwork-Knäuelhalter, der sich dreht, der ist 3D gedruckt und der kommt aus Amerika und wenn man da zusammen bestellt, dann wird das Porto günstiger. Ja, und wir wollten uns da zusammentun, dass wir da eben ein bisschen Porto sparen können, weil wenn wir innerhalb von Deutschland dann verschicken, dann ist das ja, sind das ja Peanuts. Nur 70 Euro oder sowas Porto aus Amerika, wenn man das durch, also alleine zahlt, ist das viel. Und wenn man jetzt aber zu zweit oder zu dritt, wie wir vorhaben, bestellen, ist das natürlich dann deutlich humaner, wenn man das aufteilt. Ist immer noch viel. Also wir wissen nicht genau, wie die Porto-Kosten sind. Das ist auch direkt ausverkauft gewesen nach 15 Minuten. Das heißt, mal gucken, wann wir dann mal Glück haben und das bekommen. Und ja, darum ging es ja aber heute nicht, sondern um die Anleitung. Und ich habe mir tatsächlich mal einfach eine Liste gemacht. Die werde ich mit euch jetzt mal so durchgehen, dass ihr einfach mal so eine Vorstellung habt. Ich meine, ich hätte das schon mal so ein bisschen angefangen zu erzählen, aber nie mal wirklich von Anfang bis Ende alles aufgeschrieben. Also meine Liste hat 13 Punkte.
Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, ich habe mich gerade durcheinander bringen lassen durch Vlogmas Tag 13, was ich oben drüber geschrieben habe. Also, viele, viele Punkte. Wie ich darauf gekommen bin, ich habe ja die letzten Tage viel bei Reverie gefilmt für euch. Und dann habe ich festgestellt, dass ich mal schauen möchte, wann meine ersten Sachen veröffentlicht wurden. Und das war ganz, ganz viel in 2015. Und 2016, da habe ich halt teilweise 2 Anleitungen pro Monat veröffentlicht. Und die waren natürlich auch anfangs gar nicht getestet und dann langsam kamen Tests dazu. Aber es waren trotzdem extrem kurze Zeitabstände dazwischen. Das spiegelt sich in den Anleitungen auch wieder. Ein Teil von denen ist auch definitiv offline, weil nicht mehr mein Standard. Ein Teil ist noch da, muss aber überarbeitet werden. Muss ich nur die Zeit für finden, habe ich auch schon mal erzählt. Das waren halt die Anfänge. Man kriegt die Anleitung heute noch und manchmal schäme ich mich auch dafür, dass ich das nicht endlich mal überarbeitet kriege, weil das halt nicht mehr das ist, was ich heute veröffentliche. Also ihr könnt ja mal, wenn ihr wollt, ich verlinke euch das mal, das Tagfrauenauge runterladen und könnt, wenn ihr eine neuere Anleitung von mir habt, einfach mal vergleichen, was das für ein Unterschied ist. Tagfrauenauge ist ja kostenlos. Ich überlege gerade, was die neueste Gratisanleitung ist. Kann ich gerade gar nicht sagen. Schon ein bisschen länger her. Sollte ich vielleicht mal wieder eine machen. Erstmal die Knäuelsocke und dann schauen wir mal weiter. Wird nicht die letzte Sache sein, die gratis ist. Also möchte ich ja mehr auf dem Blog auch machen. Also, dann lasst uns mal loslegen. Wir starten mit dem Anfang. Und das ist wie das Huhn und das Ei. Es gibt entweder die Variante, ich habe Garn und möchte aus dem Garn was stricken. Das war jetzt das Beispiel mit diesen 2 Farbverlaufsknäueln. Ich habe was in meiner Hand. Ich habe was, wo ich die Stärke weiß, die Lauflänge weiß, die Zusammensetzung weiß und dann kann ich mir daraus was überlegen, was ich daraus entwerfen möchte. Kann natürlich je nach Material sagen, okay, das passt eher dafür, das passt eher dafür. Eine 100% metzerisierte Baumwolle wäre jetzt nicht mein Favorite für ein Oberteil und das wird auch sich aushängen. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also manchmal ist es so, man hat dann halt eben ein Garn da und möchte dann daraus eine Anleitung haben. Manchmal ist es aber auch andersrum. Man hat eine Idee im Kopf und überlegt, wie man die umsetzen kann und sucht sich dann entsprechend jemanden, eine Firma, ein Handfärber ist ja auch eine Firma, für das passende Garn und bestellt die dann. Oder man hat eine Kooperation, dann bekommt man das Garn eben und kann dann die Idee, die man hatte, schon umsetzen. Bei Hobby zum Beispiel ist es so, dass es da so ein Briefing gibt am Anfang, wo praktisch diese Challenge jeweils vorgestellt wird. Das ist die Challenge, darum soll es da gehen. Das soll die rüberbringen. Die Anleitungen, die dabei entstehen, sollen so und so Farbschema, Muster, Thema sein. Also ich meine, das sagt jetzt zum Beispiel bei der Decke, Hobby Cozy heißt die Challenge. Es soll irgendwas Kuscheliges, Warmes, Muggeliges sein, wo man sich so reinkuscheln kann. Oder auch draufkuscheln kann, zum Beispiel ein Kissen würde ja auch gehen. Oder ein Schal, wo man sich schön einwickeln kann und wo man sich einfach wohl drin fühlt. Und ja, das ist bei der Decke natürlich, denke ich, genau das Gleiche. Und die Details kann man sich dann aber selber überlegen. Und in der Regel gibt es bei solchen Challenges dann auch eine Vorgabe von verschiedenen Garnen, aus denen man wählen kann. Und anfangs habe ich das so gemacht, dass ich halt wirklich mal die ganze Bandbreite der Garne testen wollte. Und dann habe ich halt wirklich Schritt für Schritt, je nach Challenge, dann immer mal ein anderes Garn ausgewählt, damit ich halt mal alles getestet habe. Weil ich finde das einfach auch wichtig, solche Qualitäten dann zu kennen, damit ich euch dann auch mal Rückmeldung oder Empfehlung geben kann. Und mittlerweile habe ich aber fast jedes Garn, was es da gibt, außer die Acrylgarne, weil ich die nicht so gerne verwende, habe ich die anderen gerade verwendet, einmal oder schon mal in der Hand gehabt oder angestrickt oder sowas und kann jetzt dann projektbezogener, also kann dann mein Projekt mir vorher überlegen und dann das Garn dazu aussuchen und nicht andersrum erst ein Garn finden und dann überlegen, was ich daraus stricke. Genau. Dann muss man natürlich auf das Garn warten, je nach Hersteller, Anbieter, Kooperationspartner und so weiter, dauert das ein bisschen, bis es da ist. Bei Handfärbern, wenn es nicht vorrichtig ist, dauert das, bis es gefärbt ist.
Da war das an der Zeit, ne? Also das müssen wir, das ist schon. Und dementsprechend ist die Maschenprobe, also könnte das jetzt niemand von euch und auch niemand sonst, auch niemand, der das professionell berufstechnisch macht, könnte anhand meines Fußes jetzt genau sagen, welche Maschenprobe das gestrickte Bild da hat. Und wenn ich das angebe in der Anleitung, wie der Umfang von den Socken ist, dann berechne ich das natürlich anhand der Maschenzahl, die ich vorgebe und der Maschenprobe. Also den Umfang, den ich dann da berechne, den ergibt sich dann daraus, oder auch die Höhe vom Schaft, wenn ich den angeben würde und sagen würde, ich sage dann halt einfach, es sind 60 Reihen oder du strickst 60 Reihen Runden oder 80 Runden oder wie auch immer. Das ist bei jedem natürlich anders hoch dann, ist klar. Wenn man das aber in Zentimetern angeben wollen würde, dann müsste man halt nochmal ausrechnen, okay, 42 Reihen sind 10 Zentimeter, dann kannst du bei 60 Reihen sind das ja dann eben knapp 15 Zentimeter. Das kann man dann relativ einfach ausrechnen und könnte das dazu schreiben. Bei mir wären das dann vielleicht eben keine 15 cm, sondern vielleicht 17 oder 18, aber wie gesagt, wie will jemand anhand meines Fußes nachweisen, dass das jetzt 2 cm mehr oder weniger sind? Es ist nicht machbar. So, jetzt geht es dann darum, was für eine Anleitung man macht, wie es dann weitergeht. Es gibt Anleitungen, wo man einfach loslegt.
einfach mal was macht. Bei Tüchern, Häkeln oder sowas, da fängt man halt manchmal einfach an und probiert halt einfach 10 verschiedene Muster, Maschenarten, wie auch immer, und so lange, bis es einem halt gefällt. Und ist dann zufrieden mit dem Ergebnis. Oder man startet halt nochmal und nochmal und nochmal, das kommt auch vor. Und es gibt aber auch Projekte wie bei Oberteilen oder bei, sag ich mal, komplizierteren Tüchern oder Schals und so weiter, wo man halt wirklich trotzdem erstmal planen muss. Das heißt, man macht dann wirklich einen kompletten Plan, wie die Anleitung zu sein hat. Man macht eine Schemaskizze, man nimmt sich Maße, die man braucht, und berechnet alles, was man benötigt. Manche machen das auch Schritt für Schritt, so nach dem Motto, ich berechne mir jetzt einen Racklan oder die Sattelschulter und danach gucke ich weiter. Ich mache das tatsächlich für alle Größen auf einmal. Ich nehme dafür Excel, beziehungsweise Google Tabellen, aber ist ja das Gleiche vom Prinzip. Und fülle das dann wirklich immer aus. Ein paar Berechnungen mache ich von Anfang an, die halt schon so die Maße wiedergeben, die ich mir vorgestellt habe für das Kleidungsstück oder meinetwegen auch für das Tuch. Und dann rechne ich mir das alles schon mal durch. Das Wichtigste ist natürlich in dem Moment für mich meine Größe, um anzufangen zu stricken. Bei Stellen, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob das funktioniert, da würde ich dann halt die anderen Größen erstmal freilassen. Da habe ich dann, da sieht man dann bei mir auch wirklich nur diese Spalte, die meine Größe ist, meine ganzen Berechnungen. Und bei den anderen berechne ich nur das, was halt also schon sicher ist und was logisch ist, was einfach funktionieren wird. Und dann komme ich ja irgendwann an die Stellen, wo in den anderen Größen noch alles fehlt. Und dann sehe ich, ob das, was ich mir für meine Größe vorgestellt hatte, hinkommt. Und wenn es hinkommt, dann kann ich das ja auch in den anderen Größen berechnen. Und das ist dann manchmal, sind das irgendwelche Prozentsätze, das, keine Ahnung, 5% mehr Weite oder 5% länger, 5% irgendwas. Also meistens ist es ein Prozentwert, weil ich finde immer dieses 2 Inch mehr oder sowas, bei Size Inclusive ist das, finde ich, eigentlich vollkommen unsinnig, weil 2 Inch bei einer XS sind halt der Unterschied zwischen, es sitzt eng und es sitzt schon ziemlich weit. 2 Inch sind, ja, 5 Zentimeter sind bei sehr schmalen Leuten schon relativ viel. Wohingegen 5 Zentimeter bei meiner Figur quasi nix ist. Das würde dann immer noch als eng bezeichnet werden. Und bei noch größeren Größen Richtung 6XL, ja, da würde man den Unterschied schon mal gar nicht mehr merken von diesen 5 Zentimetern. Und wenn ich dann sagen würde, nein, ich nehme 5%, dann sind es ja immer 5%. Das heißt, es sind dann bei den kleinen Größen vielleicht 5 Zentimeter und bei den größeren Größen dann vielleicht 10 und 15 Zentimeter. Das ist ja dann trotzdem nicht sackartig, es ist dann halt einfach nur auf die Proportion des Körpers angepasst. Und halt nicht, wir machen einfach für alle das Gleiche. Das klingt, also man denkt im ersten Moment, das ist ja nicht sehr size-inclusive, wenn man das macht, wenn man Leute dann wieder unterscheidet, aber darum geht es ja gerade. Es geht bei size-inclusive nicht darum, einfach alles in alle Größen größer zu machen, weil ja, dann würden Sachen halt auch länger werden und so weiter und wir werden halt einfach nicht größer, nur weil wir dicker sind. Aber bei dem Umfang, der wird ja nun de facto größer, das ist halt einfach so, danach richten sich ja die Größen. Und wenn ein Umfang größer wird, dann muss er halt auch angepasst größer werden, was die Mehrweite zum Beispiel angeht. Ich glaube, das konnte ich ganz gut erklären, was ich damit meinte. Ne? Und wenn ich dann halt bei meiner Größe einen Prozentsatz weiß, dann kann ich es bei den anderen Größen berechnen und kann das halt dann so mehr ausklügeln und dann habe ich halt meine Berechnung für mein Oberteil oder mein Tuch oder was auch immer komplett fertig. Dann kommt eben der größte Batzen, das Ganze zu stricken und zu häkeln. Das ist, das klingt, wenn ich jetzt sage, es ist der größte Aufwand, ist es das in Stunden gerechnet wahrscheinlich tatsächlich. Zumindest wenn ich in meiner Größe was stricke und das jetzt nicht gerade eine Socke oder ein Tuch ist oder sowas. Kleidungsstücke in meiner Größe dauern halt einfach. Da brauche ich ja auch mehr Material. Dann muss ich das Ganze fotografieren. Das heißt, ich muss das ja fertig machen. Ich muss es waschen und spannen. Die Maschenprobe habe ich natürlich auch genauso behandelt. Spannen, ja, wenn man ein Oberteil hat, muss man das ja nicht spannen. Dann reicht häufig auch einfach hinlegen. Und dann das fertige Teil trocknen lassen. Das dauert auch im Sommer vielleicht einen halben Tag, im Winter vielleicht 3 Tage. Wenn es jetzt reine Wolle ist, dauert das im Winter gefühlt ewig. Ist aber auch okay, ist ja nicht schlimm. Oder Viskose, wenn die einmal richtig nass ist, die braucht auch ewig, bis sie trocken ist. War bei der Rautentunika zum Beispiel der Fall. Und dann ist das irgendwann fertig. Ich kann die Fäden vernähen und dann kann ich Fotos machen.
Und Fotos machen ist auch eine Aktion für sich. Also ich habe mir dafür extra einen Kurs mir mal gekauft, wo ich lernen kann, wie ich Fotos machen kann, weil Line-Fotos halt, man hat dann, also man kann damit ein bisschen was verkaufen, aber eine Anleitung sticht halt raus, wenn du dann ein richtig gutes Foto dabei hast. Und dann wird diese Anleitung auch mehr gekauft, wenn die Fotos gut sind. Das ist einfach so, das habe ich für mich feststellen können und das ist definitiv die Mühe auch wert. Und heute wird ein längeres Video offensichtlich. Um 13 Uhr habe ich ja ungefähr angefangen. Es ist 13.20 Uhr, okay. Dann muss ich im Zweifel noch Videos drehen, wenn in der Anleitung irgendwas enthalten ist, was es noch nicht als Video gibt oder es eine Kombination von Sachen ist, die ich einfach noch nicht irgendwie als Video-Tutorial gesehen habe, weil ich ja nun hauptsächlich auf dem deutschen Markt unterwegs bin, muss ich das dann auch auf Deutsch anbieten. Eine englische Version würde dann halt niemandem wirklich was bringen. Da. Also ich könnte die trotzdem verlinken, einfach so nach dem Motto, guck dir die Bewegung an, da kriegst du das dann schon nachgemacht, aber richtiger Service für den Kunden wäre das dann, die Anleitung oder diese Technik komplett auf Deutsch einmal zu erklären. Dann wird die Anleitung geschrieben. Ich schreibe meine mittlerweile in Adobe InDesign. Da, Adobe ist ja kostenpflichtig, das ist ein Abo-Modell, wo ich monatlich 36 Euro für bezahle. Ich habe aber schon den reduzierten Tarif, also normalerweise bezahlt man da ungefähr 60 für. Da sind allerdings dann auch alle Adobe-Programme drin. Das heißt, mein Videoschnitt über Premiere Pro kann ich damit machen. Bildbearbeitung, das muss ja auch noch gemacht werden. Fotos machen heißt nicht, die Fotos sind fertig. In Lightroom muss ich die bearbeiten. In Illustrator muss ich zum Beispiel Häkelschriften machen, wenn ich Strickschriften habe. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Dafür habe ich wieder ein anderes Programm, das ich mal gekauft habe für $100 vor einem Jahr oder sowas. Aber es ist richtig gut. Das heißt, es ist, definitiv wert. Das ist, nein, das Handy ist nicht mehr an. Ich sehe kaum noch was, aber das Handy hat den Bildschirm ganz dunkel gemacht. Ja, aber bei Adobe, da sind halt so viele Programme drin, die mir halt nützen, dass dieses Abo halt einfach wert ist. Weil ich habe es früher in Word gemacht, bis ich dann festgestellt habe, dass diese klassische Word-Lizenz, die man so privat nutzt, einfach gewerblich nicht genutzt werden darf. Das heißt, im schlimmsten Fall können die einem dann das Profil platt machen und man bezahlt da ja trotzdem für. Möchtest du ein Profil machen? Ja, geh mal durch. Ich komme gleich zu dir, ne? Das ist ja ein Puzzle von einem Krankenhaus. Und weil ihr krank ist, darfst du jetzt das Puzzle puzzeln. Und da ist auch ein... wie ist das Teil? Komm nicht drauf. Und mit meinem halt Herzchen ab. Mir fehlt das Wort gerade dafür. Ist ja auch egal. Ist für euch ja überhaupt nicht relevant. Stethoskop. Ja, also man darf halt Word nicht benutzen. Man kann schlimmstenfalls da rausgekickt werden und dann ist es halt das gewesen mit Word. Außerdem ist es bei Word so, wenn du da versuchst, ein Foto reinzumachen, wird es meistens irgendwo eingefügt und dann macht es ist ganz riesig und ist nicht in der Stelle, wo du es eingefügt hattest ursprünglich. Und bei InDesign ist es halt, du hast Textfelder und du kannst dir Felder aufziehen, wo du Fotos reinmachst oder du ziehst das Foto rein und machst dann praktisch mit der Maus deinen Kasten auf, wo das Foto hin soll. Und dann ist es genau in der Größe, wie du das gerade gezogen hast in deinem Projekt dann drin. Also es ist wirklich, vereinfacht mir die Arbeit absolut, definitiv und ist super nützlich. Also definitiv. Bei meinem Strickschriftprogramm wird mir auch gleichzeitig mein Text von der Strickschrift ausgespuckt auf Englisch. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich bei InDesign tatsächlich glücklicherweise mir ein einzelnes Feld aussuchen kann. Wenn ich jetzt sage, okay, da kommt die Strickschrift rein auf Englisch und möchte das auf Deutsch übersetzen, dann kann ich zum Beispiel sagen, dass jedes rechts, was da drin vorkommt, also eins rechts zum Beispiel, das ist, schreibe ich dann wirklich ohne Bindestrich, ohne Leerzeichen, eins rechts hintereinander, dann kann ich einfach im Englischen habe ich ja K1, sagen, K1 soll umgewandelt werden zu 1 rechts. Und dann ändert der mir das automatisch um. Das heißt, der übersetzt mir dann alle 1 rechts aus dem Text. Das wusste ich früher nicht. Ich habe das früher alles per Hand dann übersetzt. Das hat natürlich Stunden gedauert. Das ist eine Zeitersparnis, die ich habe. Ganz wichtig, man darf dann das nur in dieser Box ändern. Ich habe das nämlich irgendwie bei irgendwas anderem
versehentlich auf das ganze Dokument gemacht. Und das war aber irgendein Begriff, den man halt manchmal auch im Fließtext hatte. Und dann hat er halt in dem Fließtext immer irgendwas umgeändert. Und das machte dann halt überhaupt keinen Sinn mehr. Und ich habe mich dann gewundert, was das war, bis mir dann aufgefallen ist, ja, okay, er hat einfach dieses Stück Wort, was ich tauschen wollte von Englisch auf Deutsch, hat er mir halt einfach überall geändert. Und das war, ja, sah interessant aus. Wenn ich das Bild finde, dann blende ich euch das mal hier ein, was er da immer geändert hat. Ja, dann hat man die Anleitung soweit fertig. Aber das heißt noch nicht, dass die veröffentlicht werden kann. Das heißt, die geht in den Test. Der Test dauert ganz unterschiedlich. Bei der Decke zum Beispiel muss es eine, vielleicht auch zwei Rauten sein. Das ist ein Test im Grunde genommen, wenn man sich da abends hinsetzt, hat man das in einem Abend erledigt. Also 2-3 Stunden Test. dann gibt es aber auch Anleitungen, zum Beispiel Tücher, die brauchen vielleicht 3-4 Wochen. Oder Oberteile, Langarmoberteile, Kleider, was auch immer. Das können auch mal 2-3 Monate sein, die dann vergangen sind. Also wenn ich jetzt weiß, ich möchte im Sommer was veröffentlichen, muss ich jetzt damit anfangen, wenn ich das veröffentlicht kriege. Zumindest wenn es was Großes ist. Bei kleineren Sachen geht das auch mal ein bisschen spontan. Deswegen sind halt manche Sachen von mir auch einfach noch nicht online. Und ich habe halt auch noch 100 Ideen im Kopf, zu denen ich einfach momentan nicht komme. Das nervt ein bisschen. Aber ja. Ich bin ja schon mal wieder negativ. Ich bin guter Hoffnung, dass Merle das nächste Woche auch ist. Montag wollte ich mich mit einer lieben Freundin treffen und dann, wenn das alles so klappt und der Kindergarten auch offen bleibt und dann nicht alle noch Corona haben und Merle halt auch fit ist. Und die Rest der Woche wird dann gearbeitet. Ja, mein Test ist ohne Tech-Editor, also ohne jemanden, der das alles nochmal durchrechnet, weil ich halt häufig viele Größen abgedeckt habe im Test. Den müsste man dann auch davor schalten. Ich werde das auch nochmal irgendwann ausprobieren. Ich habe das jetzt aber einfach erstmal aufs Eis gelegt, weil es halt einfach nicht sich ergeben hatte mit dem Tester, mit dem Tech-Editor damals. Und ja, dann bleibt das jetzt erstmal aus, müssen meine Tester leider etwas mehr tun. Dann werden natürlich mehrfach Korrekturläufe gemacht, also Leute lesen das durch, machen Rechtschreibfehler und sowas halt. Das kann man ja auch machen, wenn man das nicht strickt, kann man einfach, oder häkelt, kann man es einfach durchlesen, sagen, okay, das macht irgendwie keinen Sinn, hier fehlt ein Buchstabe, hier ist ein Leerzeichen zu wenig, da fehlt ein Punkt, Großschreibung, Kleinschreibung und so weiter, oder Verständnisfehler, zu lange Sätze, mache ich auch gerne mal, verschachtelte Sätze, da muss ich sehr aufpassen, dass ich das nicht zu stark mache. Und dann wird das Ganze ja eben als neue Version dann an die Tester geschickt und das sind dann manchmal 3, 4, wir hatten auch schon Tests mit 8, 9 Versionen. Da muss ich dann natürlich auch, sobald so ein Test online geht, anwesend sein, um zu helfen, zu moderieren, Sachen, Logik-Sachen zu erklären, und so weiter und so fort und dann halt auch die Fehler entgegenzunehmen. Das ist bei mir alles läuft über Discord und da kann ich aber dann ja scrollen im Verlauf und gucken, was noch ist, wenn ich jetzt mal irgendwie an einem Tag mal nicht anwesend bin. Also das geht nicht verloren, die Info. Wenn das dann irgendwann fertig ist, beziehungsweise das kann eigentlich auch parallel laufen, mache ich die Fotos für die Plattform fertig. Wenn ich ein Foto aufnehme, dann nehme ich das ja entweder in Querformat mit der Kamera auf oder ein Hochformat mit der Kamera. Manchmal auch noch zusätzlich mit dem Handy oder ich mache noch ein Video mit dem Handy, so für Instagram oder TikTok oder sowas. Die Plattformen haben aber alle unterschiedliche Bildformate. Das heißt, ich kann nicht mein Kameraformat nehmen und das auf Crazy Patterns hochladen oder auf Reverie, weil das halt einfach ganz andere Formate sind. Oder ein Blog, da ist die Bildüberschrift nicht so, das Bild ist nicht so, sondern es ist so. Und wenn ich dann das Foto so nehme, ohne es zu bearbeiten, dann schneidet der mir meistens irgendwie den Schädel ab oder sowas. Nicht schön. Also das muss alles auch noch bearbeitet werden. Habe ich früher auch alles händisch gemacht. Alles in Paint geöffnet und verkleinert oder zugeschnitten. Das war auch echt übel. Mittlerweile gibt es Programme wie Canva oder bei Adobe. Adobe Express kann das auch. Aber ich mache das in Canva, weil ich das jetzt gewöhnt bin. Da kann ich halt wirklich sagen, ich mache das einmal fertig. Alle Fotos, die ich haben will, sortiere dann auch nochmal aus. Und dann lasse ich mir das die Datei kopieren in unterschiedliche Größen. In alle Größen, die ich brauche. Das sind 4, 5, 6 Größen oder sowas. Und bearbeite die dann nochmal nach. Positioniere die Fotos dann in jeder Größe nochmal ganz akkurat, dass sie so sind, wie sie optimal sind. Also goldenen Schnitt und so. Und dann muss ich die natürlich alle runterladen.
Das ist immer in ZIP-Ordnern, muss das wieder in meinen Anleitungsordner packen, in unterschiedliche Ordner, je nach Plattform. Und muss auch dann Produkttexte dazu verfassen. Also ich schreibe in der Regel einmal den Text auf Deutsch und einmal auf Englisch und nehme den auf jeder Plattform. Manchmal ändere ich dann halt noch ein bisschen was ab oder bei Reverie hat man ja immer diese prominente, also kann man machen oben eine Quote-Box, also eine Zitat-Box. Das ist auch so ein kleiner Tipp für die, die da auch Anleitungen hochladen. Wenn man den Text da oben in Quote setzt, dann wird das Feld hervorgehoben. Und da kann man dann halt zum Beispiel sagen, hier 20% Einführungsrabatt bis so und so. Und das ist einfach präsenter, als wenn es im normalen Text drin ist. Das mache ich eigentlich immer. Ich vergesse es dann immer rauszulöschen. Das sollte ich vielleicht nochmal tun bei meinen Anleitungen. Dann sollte man eigentlich, wenn man es richtig machen will, was ich häufig nicht richtig gemacht habe bislang, seine Social-Media-Beiträge zu dieser Veröffentlichung planen. Das heißt also, Reels planen, TikTok-Videos planen. Das gehört für mich irgendwie, das ist ja quasi dasselbe, nur auf anderen Plattformen. YouTube-Shorts meinetwegen auch. Beitrag, Karussellbeitrag, Instagram. Facebook bin ich ja jetzt mittlerweile raus. Wenn man auf Pinterest ist, wo ich eigentlich auch aktiver sein möchte, Pinterest bespielen, das kann man auch planen da, das ist auch gut, also einfach dann reinfügen und dann sagen, soll dann und dann, dann veröffentlicht werden. Ja, dann legt man das auf allen Plattformen natürlich hoch. Also man kann das Planen auch nach dem Hochladen machen, aber so hat man halt dann alles schon mal vorgeplant und hat das aus dem Kopf, diese ganze Sachen, die man posten wollte, lädt es auf den Plattformen hoch. Das sind bei mir mein Shop. My Patterns, Crazy Patterns, Reverie. Wenn sowas eine Anleitung zu Hobby geht, dann muss die natürlich nach vorher dahin und da übersetzt werden und dann muss ich von da erst die Rückmeldung haben, wann die online geht. Also da vergeht dann auch nochmal Zeit. Das habe ich jetzt gar nicht hier mit reingenommen, aber das ist auch nochmal ordentlich Aufwand. Ich würde gerne meine englischen Anleitungen noch auf Creative Fabrica anbieten, habe ich aber bislang noch nicht. Die hatten mich angefragt und ich habe es aber einfach noch nicht umgesetzt. Ja, und dann macht man Werbung. Durch diese geplanten Beiträge, durch Podcasts, durch Erwähnungen von anderen, durch Interaktion mit anderen. Das ist ein ganz schön großer Batzen Arbeit nochmal, wo man nicht so dran denkt. Man denkt, ach, ich veröffentliche das und dann verkaufe ich das schon. So funktioniert das aber halt nicht. Man muss dann wirklich aktiv sein, man muss auf Kommentare, die kommen, antworten. Bei Crazy Patterns ist es so, wenn du dann innerhalb von einer gewissen Zeit eine gewisse Anzahl Verkäufe hast, dann wird die Newsletter-Werbung für dich günstiger. Das ist so in so zwei Stufen. Also einmal kann man die in der Regel bewerben und dann kann man sich halt etwas günstiger bewerben und dann kann man sie auch noch ganz günstig bewerben. Und man hofft natürlich immer, dass die Anleitung so gut läuft, dass man sie ganz günstig bewerben kann. Und dann ja, setzt man die in den Newsletter. Bei mir ist das so, die Anleitung haben ja anfangs immer einen Rabatt. Und wenn ich was bei Crazy Patterns im Newsletter habe, setze ich es an dem Tag, wo er veröffentlicht wird, den kriege ich auch selber per Mail, setze ich das dann immer nochmal auf reduziert, weil ich dann einfach weiß, die ersten 1-2 Tage, wo extrem viele Leute über diesen Newsletter auf die Seite kommen, meine Chance halt höher ist, dass sie was kaufen, wenn es sogar noch einen Rabatt gibt. Das heißt, ich habe dann natürlich pro Person weniger Geld mit der Anleitung gemacht, aber in Summe verdiene ich damit dann trotzdem mehr, als wenn ich einfach nur so online stelle. Ja, bei Bestellung in meinem Shop, wer mit PayPal bezahlt, der kann die Anleitung sofort runterladen. Da muss ich nichts mehr machen. Das wird auch direkt als abgeschlossen in meinem Shop-System vermerkt. Da brauche ich nichts machen. Wenn jemand per Überweisung bestellt, muss ich natürlich erstmal warten, bis das Geld da ist. Das heißt, ich kriege dann irgendwann von meiner Bank-App eine Mitteilung hier, die und die hat das Geld überwiesen oder der und der. Du kannst die Bestellung freigeben, also dass ich dann einfach nur Geld von so und so bekomme und ich kann dann im Shop gucken, okay, die Person hat die Anleitung gekauft. Und dann muss ich das noch bestätigen und dann bekommt sie eine Bestellbestätigung, wo dann eine Rechnung, beides, wo dann der Download-Link mit enthalten ist. Ja, eben auch nochmal zusätzlicher Aufwand, aber es ist okay, weil da habe ich ja keine Gebühren, da habe ich dann eben praktisch den Aufwand. Also das ist ja dann auch eine Gebühr, in dem Sinne, das ist zwar meine Arbeitszeit. Dann muss man natürlich auch nicht nur Kommentare unter den Beiträgen, Videos, was auch immer beantworten, sondern man muss auch Support geben, wenn jemand was nicht versteht. Also es gibt dann einfach Fälle, wo jemand auf dem Schlauch steht. Es gibt aber auch Fälle,
wo man halt extrem merkt, dass die Leute nicht mit der Anleitung klarkommen. Ich glaube, das ist jedem von uns schon mal passiert, dass vielleicht die Tester es logisch fanden, weil sie vielleicht auch länger schon getestet haben, aber dass ja, andere Leute das einfach nicht verstehen, was man da von denen will. Und dann muss man natürlich extra viel Support geben. Also dann ist man da teilweise wirklich tagelang am Helfen. Je weniger Support man geben muss, desto besser. Nicht nur für meinen Zeitaufwand, sondern auch für die, also das trifft eine Aussage darüber, wie gut die Anleitung ist. Also wenn jemand dann meine Anleitung runterstrickt, ohne fragen zu müssen, ist das gut. Weil dann weiß ich, dass ich das so formuliert habe, dass das quasi jeder verstehen kann. Das ist natürlich auch erfahrungswert, also man bessert sich da mit der Zeit auch. Und das dauert halt auch. Und mit dem Support hört es erst recht nicht auf, wenn man einen Keil hat, also egal ob jetzt gehäkelt oder gestrickt. Man sollte natürlich das nicht so wie ich machen und seine Keilgruppen dann klicklich vernachlässigen. Das tut mir auch sehr leid und das ist echt doof gelaufen mit dem Valgus, dass ich selber halt meine Socken immer noch nicht fertig habe. Ich hatte mir halt einfach für dieses Jahr viel zu viel vorgenommen. Das war einfach so. Und habe das halt einfach nicht geschafft. Und wenn man halt so einen Keil macht, dann sollte man halt wirklich auch täglich am besten dann in diesen Gruppen, ob es jetzt WhatsApp, Reverie oder Facebook meinetwegen auch ist, täglich da sein und Fragen beantworten und ja, eben auch wenn Leute anstricken oder anhäkeln, sagen, hey, das sieht ja super aus, tolle Kombi und sowas. Wenn ich sowas schreibe, dann meine ich das auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, das sieht gut aus, wenn ich das jetzt nicht empfinde, aber es ist jetzt ja auch, also ich würde zum Beispiel nicht auf meinen Farbgeschmack da Rücksicht nehmen. Also nur weil mir was farblich nicht gefällt, würde das ja trotzdem nicht hässlich sein, wenn es gut gestrickt ist. Und wenn ich dann halt zum Beispiel sehe, okay, du hast alle Zöpfe verkehrt rum gemacht beim Valgus, dann würde ich das halt schreiben, würde sagen, okay, wenn du es so durchziehst und beim zweiten dann die Zöpfe auch spiegelst, kannst du so machen, ist kein Problem. Ja, solche Sachen. Aber das sind dann auch wieder Tipps und Hilfestellungen, damit die Leute halt nachher nicht ein schlechtes Ergebnis rauskriegen. Und ich habe jetzt darüber 40 Minuten gesprochen, ungefähr. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, was das in Echtzeit an Aufwand ist. Und das ist ja bei jedem Designer so. Also es gibt Designer, das muss ich leider auch so sagen. Ich nenne da jetzt keine Namen. Die finde ich, also von meinem Bauchgefühl am meisten auf Crazy Patterns unterwegs sind. Die extrem viele Anleitungen verkaufen. Also wirklich extrem viele Anleitungen verkaufen und deren Anleitungen diesen Prozess, den ich eben erklärt habe, nicht durchlaufen. Bin ich darauf neidisch? Nein. Ehrlich gesagt nicht, weil die verkaufen halt extrem viel, aber in der Regel nicht viele Anleitungen an die gleichen Kunden, weil die Kunden halt unzufrieden sind, was man halt anhand der Bewertung auch sehen kann. Klar haben die Leute viel mehr Geld verdient als ich damit. Aber ich weiß dann wenigstens, dass die Leute, die bei mir kaufen, mit meinem Produkt dann auch hoffentlich zufrieden sind und nicht das angucken und sich denken, ach du Scheiße, was ist das denn? Und das ist, finde ich, auf Crazy Patterns, also da gab es auch Diskussionen, wie man da mal so eine Qualitätskontrolle einführen kann, weil manche der Zugpferde dort halt einfach wirklich nicht sehr sonderlich gute Anleitungen haben. Also bei manchen, da bin ich mir absolut sicher, da hat nie im Leben auch nur ein Tester drüber geguckt. Da sind Rechtschreibfehler noch und nöcher drin. Vielleicht geht es auch auf und funktioniert auch, aber es ist nicht hochwertig gemacht. Also das muss man bei manchen halt einfach sagen. Und ich glaube, ihr merkt das auch selber, wenn ihr mal in so eine Anleitung, auf so eine Anleitung stoßt. Ja. Ja. Es ist einfach schlimm. Es ist wirklich einfach schlimm teilweise. Und die Leute machen damit halt echt einen Reibach. Aber wie gesagt, ich bin da nicht neidisch drauf, weil mir ist viel wichtiger, dass der Kunde zufrieden ist, als dass ich da jetzt Big Money mache. Weil was hilft mir Big Money, wenn mich dann alle doof finden? Also mich finden ja eh schon genug Leute doof, weil ich immer so ehrlich bin und so, wisst ihr ja auch. Aber dann sollen die Leute mich eben doof finden, weil ich eben zu ehrlich bin. Und nicht, die sollten mich nicht doof finden, weil sie mich für inkompetent halten. Das ist ja doch nochmal ein Unterschied. Sorry, dass das jetzt am Ende so ein kleiner Rant geworden ist, aber ich glaube, jeder von euch hat schon mal diese Erfahrung gemacht, dass er eine Anleitung runtergeladen hat und gedacht hat, was zur Hölle ist das? Warum habe ich dafür bitte Geld bezahlt? Ist mir ja auch passiert. Ich bin da genauso drauf reingefallen und würde von solchen Leuten nie wieder eine Anleitung kaufen. Ist einfach so. Oder auch Produktbilder. Da sind so viele, die halt wirklich
Crazy Patterns hat ungefähr 100 Mal gesagt, jetzt man soll keine Rahmen auf den Bildern haben, keine Unterteilung, keine Collagen als Titelbilder haben, und wie viele Leute machen das trotzdem noch? Und dann beschweren sie sich, dass, keine Ahnung, dass das irgendwie nicht in Werbung gezeigt wird oder was auch immer. Ja, weil das nicht den Erwartungen entspricht. Und da gab es Anfang, Mitte des Jahres, gab es da richtig heftige Diskussionen dort, weil wir kritisiert hatten, wir Designer, die das professioneller machen. Und ja, wir dann gleich einen Maulkorb bekommen hatten, aber sie haben dann halt auch gemerkt, okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, dieser Maulkorb, und haben wirklich viele Sachen von denen, die wir angesprochen haben, jetzt auch schon umgesetzt und sind dabei, sie noch weiter umzusetzen. Also das ist schon mal gut. Bei Crazy Patterns ist das, finde ich, immer, da regelt der Markt das von alleine. Also meine Anleitungen, die scheiße waren, die sind natürlich auch schlecht gelaufen, das ist klar. Und die gut waren, sind halt gut gelaufen. Und man kann da ja auch bewerten, aber es ist... Also ich habe, glaube ich, bei Reverie noch nie eine Anleitung runtergeladen, die so schlecht wäre, dass ich das nicht hinbekommen würde, das nachzuarbeiten. Selbst bei den Gratis-Anleitungen nicht. So, dann mache ich jetzt mal Schluss. Merle kommt nämlich gerade an und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.